Fünf Tage vor dem Weihnachtsfest gab es das letzte Heimspiel der Grizzlies gegen Schwenningen vor den Feiertagen. Und er hatte schon vorab Bescherung, durfte den Spielpuck bringen und wünschte sich dann von den Grizzlies gegen Schwenningen, das Team in den weißen Trikots, einen weiteren Sieg nach dem 7:4, dem spektakulären Erfolg zuletzt der Grizzlies gegen Berlin. Aber Schwenningen begann die Partie mal ganz anders, mit dem 1:0. Es waren gerade 82 Sekunden gespielt, da traf André Hult für die Gäste, die am vergangenen Sonntag noch nach 3:1 Führung mit 4:3 gegen Iserlohn verloren hatten. Hier Hult setzt sich durch, nachdem Dehner etwas indisponiert war. Klasse Pass von Fleury und dann der Schwede mit seinem 6. Saisontor. Wolfsburg bemüht, Wolfsburg auch optisch überlegen mit mehr Schüssen aufs Tor. Aber Schwenningen immer wieder mit Befreiungen. Dann möchte Gigliatti mal den Puck vors Tor spielen. Tut das auch und dann ist er drin. Aber eigentlich ist Gigliatti hier nicht der Torschütze. Er bekommt natürlich den Treffer, sein 8. Saisontor. Es ist Felix Brückmann, der erneut den Vorzug bekam vor Jerry Kuhn. Trotz der 4 Gegentore gegen Berlin zuletzt. Aber hier Brückmann mit einem kapitalen Bock über seine Kelle rutscht die Scheibe, die sonst vorbeigegangen wäre, dann hinten ins Tor. 0:2 nach 7 Minuten 26. Kalte Dusche für die Grizzlies, die sich fortan bemühen mussten, Dustin Strahlmeier im Tor zu bearbeiten und irgendwie den Anschluss zu erzielen. Hier beinahe hätte es geklappt für Brent Aubin. Der Pass von Höhenleiten, aber dann am Tor vorbei. Pat Cortina hatte sein Team klasse eingestellt. Sie spielten sehr diszipliniert und ließen wenig zu. Und sie hatten Dustin Strahlmeier. Immer wieder der 25-jährige Goalie der Wild Wings mit klasse Paraden. Alleine im 2. Drittel hielt er 14 Schüsse der Grizzlies, die sich immer wieder bemühten. Dann gibt es hier mal eine kleine Unsicherheit von Strahlmeier. Und dann ist er wieder da gegen Furchner. Einmal, zweimal. Es blieb beim 2:0 für die Wild Wings, bei denen ja bei der Niederlage gegen Iserlohn zuletzt Wölfel im Tor stand und 7 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Gegentreffer einfing. Fleißig notierte sich Pavel Groß dann, dass seine Mannschaft trotz vieler Überzahlsituationen bis zum 3. Drittel kein Tor erzielt hatte. Dann hier nach dem Foul gegen Roach wieder Überzahl. Und dann Fauser, der beste Mann bei Powerplays in der DEL. Sein 7. Tor bei Überzahlsituationen. Insgesamt sein 13. Saisontreffer. Gerade mal 7 Sekunden saß Bartalis auf der Strafbank. Dann klingelte es doch. Zum Anschluss, zum 1:2 für die Grizzlies, die alles versuchten, um dieses Spiel noch irgendwie auszugleichen. Schwenningen stehen K.O. Sie hatten prima gekämpft. Sie hatten tapfer dagegen gehalten. Dann Dehner, der den Fehler zum 0:1 machte. Und dann ist es Biener, der diesen Schlenzer entscheidend abfälscht. Biener hier gerade eben noch dran, schwer zu sehen für Strahlmeier, der ein überragendes Spiel machte, aber die Verlängerung in dieser Partie nicht verhindern konnte. 2:2, Pat Cortina hätte gerne die 3 Punkte mitgenommen, aber seine Mannschaft ging in die Extrazeit in Überzahl, weil Krupp kurz vor Ende der Partie der regulären Zeit noch auf die Strafbank musste und er sah, wie Brückmann dieses Ding noch irgendwie rausholte. Riesenchance für Hult, aber der Schwede scheitert an Brückmann, der hier spätestens seinen Fehler vor dem 0:2 wieder gut gemacht hatte. Dann wieder Strafzeit. Ein Grizzly draußen und diesmal spielen sie es perfekt. Will Acton mit dem entscheidenden Treffer. Will Acton, immer gescored in den letzten 5 Partien und auch im 6. Spiel schafft er Scores, ein Assist und das entscheidende Tor. 3:2 durch dieses herrlich herausgespielte Powerplay-Tor in Überzahl. Die Schwenninger Wild Wings gewinnen 3:2 bei den Grizzlies. Ja, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich in Wolfsburg Punkte mitnehme. Also sind unheimlich heimstark, unheimlich Powerplay-stark, unheimlich unterzahlstark. Also hier ist eigentlich immer brandgefährlich. Und gerade die ersten 10 Minuten machen die immer unheimlich viel Druck. Und ich denke, das haben wir gut überstanden, haben sogar geschafft, Tore zu schießen. Und wie gesagt, ein bisschen schade, dass wir nicht 3 Punkte mitgenommen haben. Aber ich denke, das geht auch in Ordnung, dass Wolfsburg auf jeden Fall einen Punkt hier kriegt.
40 Mal versuchten es die Grizzlies mit Torschüssen auf den Kasten von Strahlmeier. 38 Mal parierte er und am Ende gewinnen dann die Schwenninger Wild Wings 3:2 in Wolfsburg. Das Thema Playoffs ist im Schwarzwald ein ziemlich präsentes.